Ich muss euch sagen, ich genieße die Zeit hier auf dem Michelsberg. Schöne Gemeinschaft, schönes Wetter, wunderbare Botschaften. Ich denke, wir könnten das ruhig noch ein bisschen länger ausdehnen hier. Mir gefällt es hier. Ja. Es gibt nur eine Ausnahme, was uns nicht so gefallen wird, das ist der heutige Vortrag heute Nachmittag. Denn es ist der einzige Vortrag, wo es Kritik gibt. Aber das muss manchmal auch sein. Aber bevor ich mit dem Vortrag beginne, noch eine Sache, eine in eigener Sache. Und zwar, wir sind ja seit einem Jahr jetzt versetzt von Mannheim in die Gemeinde Leonberg. 50% bin ich als Evangelist für Baden-Württemberg zuständig und 50% für die Gemeinde Leonberg. Und wir haben noch keine Wohnung, noch kein Haus gefunden. Wir suchen schon seit über 12 Monaten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitbeten könntet dafür. Es beten schon viele Geschwister und je mehr beten, desto eher wird Gott zum richtigen Zeitpunkt das Richtige geben, bin ich von überzeugt. Man braucht Geduld, aber Gott führt. Ja, weder kalt noch heiß. Die Laodicea-Botschaft ist eine Endzeitbotschaft. Sie gilt besonders für die Christen, für uns, die wir in der Endzeit leben. Wir glauben, dass wir in der Endzeit leben. Deswegen ist sie speziell für uns konzipiert, deswegen studieren wir sie auch an diesem Wochenende. Es ist eine aufrüttelnde Botschaft. Gott gibt sie uns nicht, damit wir schön, ja, bequem, einfach uns belustigen können, sondern Gott gibt sie uns, damit wir aufgerüttelt werden. Sie soll eine Wirkung haben auf unser Leben. Sie ist eine Erweckungsbotschaft. Ich glaube, was wir am dringendsten brauchen in unserer Wendgemeinde in Deutschland, ist Erweckung. Und dafür beten wir, Erweckung und Reformation. Und diese Botschaft ist eine Botschaft, die Erweckung bringt. Es ist eine ernste Botschaft. Eine Botschaft, die uns dazu anregt, über uns selbst nachzudenken. Und das werden wir heute Nachmittag auch tun. Das heißt, dass wir uns selbst hinterfragen. Ich habe gelernt, es ist nicht gut, immer sich selbst zu hinterfragen. Wir müssen manchmal auch von uns selbst wegschauen. Wer sich zu oft und zu viel hinterfragt, wird irgendwann sich nur noch um sich selber drehen und es gibt dann einen geistlichen Rückkopplung, die nicht gut ist. Wir brauchen den Blick auf Jesus, aber trotzdem müssen wir ab und zu auch mal unser eigenes Leben ein wenig hinterfragen und das ist heute Nachmittag der Fall bei dieser Botschaft. Und es ist eine Liebesbotschaft. Jesus sagt, wen ich liebe, den züchtige ich. Manchmal kann Liebe auch wehtun. Und es ist eine Entscheidungsbotschaft. Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen. Ich bin mir bewusst, dass wir heute Nachmittag nicht unser Leben verändern werden. Natürlich kann es eine oder andere schon sein, dass das Leben in eine andere Richtung geht, durch dieses Wochenende. Natürlich, darum beten wir ja auch. Aber was wichtiger ist, dass wir Entscheidungen treffen, die unser Leben in eine andere Richtung führen werden. Wenn wir über dieses Thema sprechen, dann gibt es 3 Fallen, die ich versuche zu vermeiden heute Nachmittag. Die erste Falle ist, dass man den Knüppel rausholt und dass nach der Stunde jeder nur noch mit gesenktem Kopf da sitzt und entmutigt ist, weil alles nur noch so schlecht ist. Das zweite ist, dass, weil man ja niemanden wehtun will, versucht, die Botschaft zu verwässern, zu entschärfen und sagt, es ist ja gar nicht so schlimm. Und im Endeffekt war es vielleicht doch schlimm. Und wir tun so, als ob es nicht so wäre. Und der 3. Fehler wäre, dass man sagt und denkt, ihr seid alle Laodicea, ihr seid alle schlecht, aber ich doch nicht. Ich möchte versuchen, diese 3 Dinge zu vermeiden. Ich möchte die Dinge ansprechen, die wichtig sind, die auch ernst sind, aber trotzdem versuchen, dass Gott uns eine Hoffnung ins Herz gibt, dass wir nicht mit leerem Herzen, sondern mit einem hoffnungsvollen, mit einem erneuerten Herzen von hier weggehen und Gottes Geist unser Leben verändert. Wir näher zu Gott finden durch diese Botschaft. Und ich muss sagen, ich predige mir genauso wie euch. Es ist so, wenn jemand krank ist, braucht man erst eine Diagnose. Und dann kann man überlegen, welche Medizin brauchen wir dafür? Welche Behandlungsmethoden? Und wenn die Diagnose falsch ist, dann wird meistens auch die Medizin die falsche sein.
Und genau das ist das Problem von Laodicea, dass Laodicea, die Gemeinde Laodicea, dass sie die Diagnose, die Gott ihr stellt, nicht erkennen und einsehen wollen. Und wenn sie das nicht erkennen, dann können sie auch nicht die richtige Medizin haben. Deswegen ist der Vortrag, den wir heute Nachmittag haben, die Grundlage für alle weiteren Vorträge, die kommen werden, die nächsten Tage. Ich würde lieber über die Medizin sprechen, über das Positive, über das Gute, was Gott uns anbietet. Aber irgendjemand muss ja auch über das andere reden. Ja. Aber es ist wichtig. Aber deswegen, die Diagnose tut manchmal weh. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, die haben Krebs, dann kann es ein Schock sein. Aber besser, ich weiß es und kann was dagegen tun, als dass ich weiterlebe und sterbe und ich dem Tod ausgeliefert bin. Der Arzt sagt es ja nicht, um mir weh zu tun, sondern um einen Heilungsprozess in Gang setzen zu können. Heute Nachmittag hören wir, welche Diagnose Jesus uns heute stellt. Es ist eine Botschaft von Jesus an uns. Und weil die Botschaft herausfordernd ist, sagt Jesus auch, er ist der wahre und treue Zeuge. Das heißt, was er uns bezeugt, ist wirklich wahr. Er denkt sich nichts aus. Er ist der Amen, derjenige, das, was er sagt, dass das Hand und Fuß hat, dass das zutrifft. Dass wir nicht überlegen müssen, naja, passt doch nicht so ganz. Nein, was er sagt, passt. Es stimmt, weil er es besser weiß als wir. Und er ist der Anfang der Schöpfung. Weil er uns geschaffen hat, weiß er auch, was uns am besten tut, wie wir funktionieren. Und er weiß auch, was uns fehlt. Deswegen kann er uns jetzt auch am besten sagen, was fehlt. Deswegen haben wir eine Einleitung, dass Jesus sich so vorstellt, um unsere Herzen zu öffnen, das anzunehmen, was er dann sagt in der Diagnose. Natürlich wissen wir, dass die Botschaften der sieben Gemeinden die ganze Zeitepoche der Christenheit, von der Urgemeinde bis zur Wiederkunft, umfasst. Aber natürlich waren es auch Botschaften an die Ortsgemeinden damals. Ich möchte ganz kurz mal einen Blick werfen auf die Stadt Laodicea. Aber bevor wir das tun, möchte ich erstmal die Botschaft lesen, die Gott gegeben hat. Wir haben sie in diesen Tagen noch gar nicht gelesen, die ganze Laodicea-Botschaft. Und ich lade euch ein, aufzuschlagen, Offenbarung 13 ist irgendwie schon so im Kopf drin, ne? Aber 3 ist genauso wichtig. Offenbarung Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Botschaft an die Gemeinde Laodicea. Laodicea war damals eine reiche Handelsstadt. Wenn man heute hingeht, sieht man dort noch die Ruinen von Laodicea, die bei der Ausgrabung gefunden worden sind. Und ein wenig lassen sie noch ahnen, was damals so gewesen ist. 250 vor Christus wurde diese Stadt von Antiochos II. Gegründet. Sie liegt im südwestlichen Phrygien, im fruchtbaren Flusstal des Lykos. Sie hat 2 Städte in der Nähe, einmal Kolossea, 15 Kilometer entfernt, und Hierapolis, 11 Kilometer entfernt. Und es gab 16 nach Christus dort ein Erdbeben. Und da die Stadt so reich war und so
haben sie gesagt, wir brauchen keine fremde Hilfe. Andere Orte und der Umgebung hatten ihre Hilfe angeboten, ihnen zu helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie sagten, brauchen wir nicht, wir haben genügend Geld, wir haben genügend Leute, wir brauchen nichts. Wir sind reich, wir sind satt, wir haben alles, wir können uns selber helfen. Und so haben sie tatsächlich ohne fremde Hilfe ihre Stadt wieder aufgebaut. Sie konnten es sich leisten. Die Stadt hatte drei starke Wirtschaftsbereiche. Sie hatte ein starkes Bankwesen und deswegen waren sie auch so reich. Rein wirtschaftlich. Sie hatten eine Kleiderindustrie, die sie auch, weil sie auf dem Handelsweg lagen, natürlich überall hin verbreitet haben. Und sie hatten eine Augenheilkunde und Augenheilsalben. Da sieht man heute noch, wo da ihre augenheilkundlichen Institute und Gebäude gewesen sind. Interessant, dass es genau diese drei Dinge sind, wo diese Stadt stark gewesen ist. Der Schwachpunkt dieser Stadt war das Trinkwasser. Sie mussten das Trinkwasser von außerhalb holen. Und sie hatten zwei Möglichkeiten. Entweder das lauwarme Wasser von Hierapolis, heutiges Pamukkale, so sieht das heute aus. Das liegt über 10 Kilometer entfernt und da gibt es heiße Quellen. Es ist übrigens dort gut, wenn man Probleme hat mit den Gelenken und so, kann man gut hingehen, das soll sehr heilsam sein. Und dieses heiße Wasser hat man dann über Leitungen bis über 10 Kilometer bis Laodicea geleitet. Und natürlich, wenn das heiße Wasser dort angekommen ist, war das nur noch lauwarm. Und da das Wasser sehr eisen- und kalk- und mineralienhaltig ist, lauwarmes Wasser, das hat geschmeckt zum Ausspucken. Und die zweite Möglichkeit, Trinkwasser zu holen, war das kalte Wasser aus Kolossea. 15 Kilometer entfernt haben sie auch Leitungen gelegt und dort Wasser sich geholt. So gab es das kalte Wasser und das laue Wasser, was sie sich aussuchen konnten. Gut, so ein bisschen zur Stadt Laodicea. Interessant ist, wenn man sich mal die Stadt und die Gemeinde anschaut, wenn man sie mal vergleicht. Dort, wo die Stadt reich ist, ist die Gemeinde schwach. Die Stadt ist reich, die Gemeinde ist arm, geistlich arm. Die Stadt hat Augensalbe, die Gemeinde ist geistlich blind. Die Stadt hat Kleiderindustrie, die Gemeinde ist geistlich nackt. Und wenn ich mir das so anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass manchmal das, was unsere größten Stärken sind, eigentlich unsere Schwächen sind. Da, wo wir denken, das können wir, da bin ich gut, ist manchmal genau das, was uns zum Verhängnis wird. Weil wir so auf uns selbst fixiert sind, weil wir denken, ich kann das und ich dann von Gott unabhängig sage, ich bin gut, ich mache das. Und genau das ist es, was uns geistlich kaputt macht. Aber da, wo ich schwach bin, da brauche ich umso mehr die Abhängigkeit von Gott, Gottes Hilfe. Und deswegen ist da, wo ich schwach bin, eigentlich meine Stärke. Gott sagte zum Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das gilt besonders für Laodicea. Das Hauptproblem von Laodicea war aber, es hat eine falsche Selbsteinschätzung. Darüber werden wir heute Abend noch mehr hören. Aber das ist das Problem, wenn sie nicht wissen, wie es um sie steht, wie sollen sie den richtigen Weg einschlagen, die richtigen Entscheidungen treffen? Deswegen ist die einzige Chance, dass Gott Laodicea sagt, wie es steht und dass man das glaubt. Glaubt und in sein Leben mit einbezieht. Und gerade weil die Selbsteinschätzung falsch ist, brauchen sie auch die Augensalbe, den Heiligen Geist. Denn er hat die Aufgabe, uns die Augen zu öffnen über uns selbst. Genau deshalb braucht die Gemeinde weiße Kleider, weil sie das, was ihr fehlt, nämlich durch die falsche Selbsteinschätzung, haben sie ihre eigene Gerechtigkeit und ihnen fehlt Jesu Gerechtigkeit. Die brauchen sie. Und das Gold, das Vertrauen zu Gott. Sie vertrauen sich selbst und zu wenig an Gott. Deswegen werden wir jetzt anschauen, was heißt Lauheit. Bevor wir das uns genauer anschauen, noch einmal ein kurzer Überblick über die sieben Gemeinden. Wir haben die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Interessant ist, dass die aufgebaut sind wie ein Chiasmus. Die erste und letzte Gemeinde sind ähnlich, die zweite und sechste Gemeinde sind ähnlich
Die dritte und fünfte Gemeinde sind ähnlich und die vierte Gemeinde Thyatira steht in der Mitte, der Mittelpunkt, der Höhepunkt. Interessant ist auch, dass der Rat Jesu an die Gemeinden immer abwechselnd ist. Die Gemeinden, die wir jetzt rot sehen, sind die Gemeinden, wo Jesus sagt, tut Buße, kehrt um, ändert euren Weg, ändert eure Richtung, in die ihr geht. Und die dunkelblauen Gemeinden, das sind die, wo Gott sagt, mach weiter so. Ephesus sagt er, kehr um, tu Buße. Smyrna sagt er, mach weiter. Das geht immer abwechselnd. Pergamon wieder, tu Buße. Thyatira, mach weiter. Sardes, tu Buße. Philadelphia, mach weiter. Und Laodicea, tu Buße. Tu Buße heißt, kehr um. Schlag einen anderen Weg ein. Und ich möchte jetzt einmal zwei Gemeinden ganz kurz vergleichen. Das ist sehr interessant, diese beiden Gemeinden zu vergleichen. Nämlich Smyrna und Laodicea. Smyrna und Philadelphia sind die beiden einzigen Gemeinden, die keinen Tadel haben, nur Lob. Und Laodicea ist die einzige Gemeinde, die kein Lob hat, nur Tadel. Smyrna und Laodicea. Smyrna ist äußerlich arm, Laodicea ist äußerlich reich. Smyrna ist innerlich reich, Laodicea ist innerlich arm. Smyrna wird verfolgt, Laodicea lebt in Frieden und Wohlstand. Smyrna hat ein großes Lob, Laodicea hat kein Lob. Smyrna hat keinen Tadel, Laodicea hat einen großen Tadel. Smyrna sagt Gott, weiter so. Laodicea sagt Gott, tu Buße, kehr um. Wir können sehen, dass in Zeiten der ganzen Kirchengeschichte, der letzten 2000 Jahre, in Zeiten, wo Verfolgungen waren, die Gemeinde meistens treu war, eine enge Beziehung zu Gott hatte, dass sie stark im Glauben war. Und wenn Zeiten waren des Wohlstandes, dann war Lauheit, Abfall, hat gebröckelt. Nicht nur die 2000 Jahre Christenheit, auch die ganze biblische Geschichte, auch im Alten Testament. Dann könnten wir sagen, gut, dann wünschen wir uns jetzt wieder Verfolgungszeiten zurück. Die wird auch kommen. Ja. Und ich bin überzeugt, dass diese Zeit, die kommen wird, die Trübsalzeit, mit ein Schlüssel ist, warum Laodicea seinen Zustand verändern wird. Aber wenn wir dann erst aufwachen, dann wird es zu spät sein. Weil, wo wir am Ende stehen werden, wenn diese Trübsalzeit kommt und wenn die Sichtung kommt, entscheiden wir heute. Deswegen ist jetzt die Vorbereitungszeit, über dieses Thema zu sprechen und dass diese Botschaft eine Entscheidung bringt, auf welcher Seite wir am Ende stehen werden. Das ist so wichtig. Es ist so, dass Verfolgungszeiten die Menschen näher zu Christus bringen. Auch heute noch in Ländern, in Gegenden, wo die Menschen arm sind, haben sie ein größeres Bedürfnis, nach Gott zu suchen. Und in Ländern, die reich sind, ist das weniger. Und selbst die Adventisten, die Christen sind in diesen Ländern, die reich sind, in der Gefahr durch ihren Reichtum, ihre Abhängigkeit zu Gott aus den Augen zu verlieren. Laodiceas Lauheit. Gott sagt, besser kalt als lau. Besser heiß als lau. Was heißt kalt, heiß, lau? Das heißt geistlich kalt. Geistlich kalter Mensch ist jemand, der kein Interesse an Gott hat. Der gar nicht erst vorgibt, an Gott zu glauben. Jemand, der heiß ist, ist jemand, der brennt für Gott. Paulus sagt, seid brennend im Geist. Und lau ist jemand, der, naja, schon an Gott glaubt und auch will, aber irgendwie so die Begeisterung nicht mehr da ist. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich näher an. Christen, die sich Christen nennen, aber ohne Jesus leben, sagt Jesus hier, sind schlimmer als Atheisten. Warum? Wenn wir mit Menschen reden, wenn wir Menschen versuchen, sie Jesus zu führen, dann fangen sie ja irgendwo an, manche, ganz beim Kalten. Sie glauben nicht an Gott. Und dann führen wir sie weiter, immer näher zu Jesus. Und wenn man sie vom Kalten bis zum Kochenden hat, bis zum Heißen hat, haben sie ja verschiedene Stufen. Und natürlich ist auch die Stufe des Lauen dazwischen, oder? Man kann ja von 0 auf 100 Grad, muss man irgendwo auch bei 20, dann 25 Grad vorbei. Aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn jemand wieder abkühlt und dann irgendwo sich in diesem Mittelfeld festsetzt. Warum sind laue Christen schlimmer als Atheisten? Atheisten geben gar nicht erst vor, mit Jesus zu leben. Sie sind zwar verloren, aber sind auch für niemanden ein Hinderungsgrund. Laue Christen sind auch verloren.
Jesus sagt, wenn du dich nicht änderst, werde ich dich auch sparen, das ist meine Munde. Das heißt, laue Christen sind verloren. Aber das Problem ist noch, dass sie auch andere für andere ein Hindernis sind, zu Gott zu kommen. Weil andere Menschen sagen, wenn das Christen sind, will ich kein Christ sein. Meine Lieben, wenn Gäste in unsere Gemeinden hineinkommen und sie erleben einen Streit mit, dann sagen sie doch viele, naja, Streit habe ich zu Hause genug. Da muss ich nur noch irgendwo in eine Kirche gehen, um noch mehr Streit zu erleben. Und wenn sich die Christen so streiten, will ich dann so ein Christ sein? Deswegen, laue Christen hindern andere, zu Gott zu kommen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Für unsere Jugendlichen ist das größte Hindernis, sich zu bekehren, Heuchelei. Und zwar Heuchelei bei ihren eigenen Eltern. Natürlich, wir haben alle Fehler, keine Frage. Aber wenn die Jugendlichen sehen, dass die Eltern in den Gottesdienst gehen und dort schöne Antworten geben in der Sabbatschule oder vielleicht sogar selbst die Sabbatschule leiten und schöne, fromme Reden führen und zu Hause auf einmal ein ganz anderer Mensch im Alltag sichtbar wird, dann empfinden das Jugendliche oft als Heuchelei. Das, was die Menschen vorgeben zu glauben und ihr Leben nicht übereinstimmt. Und dann sagen sich Jugendliche, das will ich nicht. Deswegen, Jugendliche brauchen Menschen, die echt sind. Die können auch mal Fehler machen. Aber die trotzdem Jesu Charakter widerspiegeln. Die liebevoll sind, die Liebe zeigen. Illustration, der echte Apfel. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause, eure Frau ist noch in der Küche, macht das Mittagessen fertig und ihr habt schon Hunger. Und auf dem Tisch, auf dem Esszimmertisch steht ein schöner Obstkorb. Und das Essen dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist. Und da ihr schon Hunger habt, guckt ihr den Obstkorb an und nehmt dann einen schönen Apfel, der dort liegt. Und das Wasser läuft schon im Mund zusammen, dieser schöne rotbackige Apfel. Ihr nehmt ihn, beißt rein und ihr beißt rein und spuckt gleich wieder aus. Warum? Es war ein Wachsapfel, der genauso aussieht wie ein echter. Sonst würde man nicht reinbeißen. Aber man spuckt es wieder aus. Meine Lieben, wenn die Leute in uns reinbeißen, spucken sie uns wieder aus, weil sie sagen, na, Wachs will ich nicht essen. Zug verpasst. Ich war bei einem Freund, habe mich mit ihm unterhalten, schöne Zeit gehabt und um 3 Uhr ging mein Zug und der wohnte gleich neben dem Bahnhof. Und ich habe ihm gesagt, ich muss 10 vor 3 muss ich gehen, um meinen Zug dann zu erreichen. Die Fahrkarte hatte ich schon. Okay, wir haben uns unterhalten. Da war seine schöne Uhr an der Wohnzimmerwand. Und wir haben uns unterhalten. Um 10 vor 3 sage ich, komm, jetzt muss ich gehen. Wir verabschieden uns. Ich gehe rüber zum Zug, komm hin und der Zug ist gerade abgefahren. Warum? Seine Uhr ging 5 Minuten nach. Meine Lieben, keine Uhr zu haben ist besser, als eine falsch gehende Uhr zu haben. Warum? Wenn ich keine Uhr habe, werde ich mich überall erkundigen und fragen, wie spät ist es denn jetzt, um den Zug auch zu erreichen. Wenn ich aber eine falsch gehende Uhr habe, dann frage ich nicht nach, sondern ich verlasse mich darauf. Und dann geht's schief. Ich habe eine Predigt gehalten in einem früheren Bezirk. Das war gerade damals noch mit Overhead-Folien und so, und über ein wichtiges Thema. Und ich habe da eine Uhr gehabt gegenüber. Und ja, wir waren schön im Element, ich habe ein bisschen Fragen gestellt und das war ein wunderbares Gespräch, eine kleinere Gemeinde. Und ich habe so um 11 angefangen und ich gucke ab und zu auf die Uhr drauf, damit ich auch mal so weiß, ungefähr, wie lange kann ich noch reden. Und ich gucke auf die Uhr drauf und es ist so 11:20. Da geht, naja, ein bisschen Zeit hast du noch. Und ich mache weiter und rede weiter und dann gucke ich wieder drauf und es ist immer noch 11:20. Oh, denke ich. Ich bin mal gespannt, wie spät es ist. Und ich gucke auf meine Uhr und es war 11:40. Und ich war schon 1,5 Stunden am Predigen. Und da habe ich gesagt, liebe Schwester, tut mir leid, dass ich so lang gemacht habe, bei eurer Uhr stehen geblieben. Ja. Um 11:40. Das heißt, wenn man sich auf eine Uhr verlässt, die falsch geht oder die stehen bleibt,
So ist es auch mit uns. Lauheit. Ellen White sagt, Christus sieht, was der Mensch nicht sehen kann. Er sieht die Sünden, die die Geduld eines langmütigen Gottes überfordern, wenn sie nicht bereut werden. Christus kann nicht für die Namen derer eintreten, die selbstzufrieden in ihrer Arroganz sind. Er kann nicht für Menschen bitten, die die Abhängigkeit von der Hilfe Christi nicht verspüren und behaupten, sie wüssten und hätten alles. Ich möchte mal eine Frage stellen. Wer von euch glaubt, dass wir die Gemeinde Laodicea sind und dass wir lau sind? Fast alle. Es ist leicht zu sagen, wir sind lau. Wenn ich in Gemeinden gehe und die Frage stelle, sagen sie immer, ja, wir sind lau. Aber sich zu überlegen, was heißt das, dass ich, wenn wir sagen, wir sind alle lau, heißt das, ich bin ja auch lau. Aber sich zu überlegen, was bedeutet das denn für mich, dass ich lau bin? Man kann auch stolz darauf sein, lau zu sein. Und sagen, ja, ich bin doch so demütig zu sagen, ich bin lau. Wunderbar, ich fahre nach Hause, setze mich in meinen Sessel wieder rein. Ja, wir sind doch alle lau. Meine Lieben, wir müssen uns Gedanken machen, was bedeutet das? Für uns als Gemeinde und für mich persönlich. Uns, welche Konsequenzen hat das? Lauheit. Ich möchte jetzt mal vier Bereiche aufzeigen, was Lauheit bedeutet. Lauheit in der Lehre, zweitens Lauheit im Lebensstil, Lauheit im Denken und viertens Lauheit in der Beziehung zu Jesus. Vielleicht findet ihr noch mehr Lauheiten, könnt ihr mir dann nachher gerne noch mehr, wenn ihr noch mehr Lauheiten gekommen seid, noch mitteilen. Lauheit in der Lehre. Wir leben in einer Zeit, wo Satan es geschafft hat, immer mehr im Denken unserer Gemeinde, in uns selbst, Veränderungen vorzunehmen. Dass wir wichtige biblische Botschaften und Wahrheiten anfangen, weniger ernst zu nehmen, zu unterscheiden zwischen wichtigen und unwichtigen Wahrheiten und irgendwann gar nicht mehr glauben. Zum Beispiel, ich möchte einfach mal ein paar Beispiele aufzählen, was in der heutigen Zeit in der Adventgemeinde für Wahrheiten ja, weniger stark betont werden, teilweise abgelehnt werden. Zum Beispiel die Sechstageschöpfung. Ich möchte jetzt das nicht alles erklären, das würde jeder Punkt, könnte wieder eine halbe Stunde Diskussion entfachen, aber ich möchte das nur einmal aufzählen. Sabbat und die 10 Gebote. Gelten die 10 Gebote noch? Können wir sie halten? Wollen wir sie halten? In der Bibel steht nicht, in der Offenbarung steht nicht, hier sind Menschen, die glauben, dass die 10 Gebote noch gelten. Sondern da steht, hier sind die da, halten die Gebote Gottes. Ein Unterschied. Dann Heiligtumslehre, dass wir im Himmel ein Heiligtum haben, wo Christus unser Hohepriester ist. Dann das Untersuchungsgericht ab 1844. Und ich kann mir nicht verkneifen zu sagen, dass diese Lektion in diesem Viertel genau an diesen Stellen ein Riesenproblem darstellt, vor allem die deutsche Lektion. Dort wird doch tatsächlich behauptet, dass Jesus schon bei seiner Himmelfahrt ins Allerheiligste gegangen ist. Und dass das Gericht schon begonnen hat bei seiner Himmelfahrt. Meine Lieben, solche Lehren sind nicht biblisch. Die Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Dass man sagt, naja, wir brauchen sie nicht mehr, wir haben ja die Stetsbereitschaft. Und das ersetzt das. Nein, wir brauchen beides. Die Stetsbereitschaft, wenn ich sterbe, dass ich bereit bin, Jesus zu begegnen, aber auch, dass ich glaube, dass Jesus wirklich in der Wolken des Himmels bald kommt. Das macht einen Unterschied. Allein der Unterschied, dass ich die Dreiengelsbotschaft verkündigen möchte, weil das die letzte Botschaft ist, damit alle Menschen davon gehört haben. Das werde ich nicht tun, wenn ich glaube, ich sterbe bald. Geisterweissagung ist wichtig, weil Gott uns hier Dinge sagt, die für uns heute, für Laodicea, für die letzte Gemeinde wichtig sind. Gemeinde der Übrigen. Das Konzept, dass wir glauben, dass die Eventgemeinde in der letzten Zeit Gottes sichtbare Gemeinde auf der Erde ist. Das ist ein wichtiges Konzept. Nämlich, wenn wir das nicht glauben, dann können wir auch eine Ökumene mitmachen. Denn die anderen sind ja auch alle Gottes Gemeinde. Und wir können ja gemeinsam uns verbinden. Im rechten Graben haben wir noch die Persönlichkeit des Heiligen Geistes, haben wir heute im Vormittag davon gehört. Oder auch die Göttlichkeit Jesu, die abgelehnt wird. Das sind genauso Dinge. Ja. Meine Lieben, was können wir tun, um hier auf dem richtigen Weg zu bleiben? Es gibt nur eine Möglichkeit, das ist Gottes Wort.
allein die Schrift, dass wir das studieren und lesen und dass wir nicht nur wissen, was wir glauben, sondern auch, warum wir es glauben. Ich glaube, dass viele sagen, naja, dass wir den Sabbat halten und dass wir, dass Jesus 1844 das Gericht begonnen hat, glaube ich auch. Aber weißt du, warum das so ist? Kannst du das auch biblisch begründen? Meine Lieben, wir brauchen einen festen Grund unter den Füßen. Denn wenn wir nur sagen, ich glaube etwas und jemand kommt mit einem Gegenargument, dann bin ich ganz schnell wie Sand weggewischt. Wenn ich aber den Grund weiß in dem Wort, wenn ich hier verwurzelt bin, dann kann mir jemand kommen mit noch so vielen philosophischen Ideen und ich sage, hier steht's, steht geschrieben. Das war Jesu Antwort, steht geschrieben. Und auch zu seiner Zeit gab es die gleichen Phänomene. Es gab den rechten Graben, die Pharisäer, es gab den linken Graben, die Sadduzäer. Jesus hat auch ihre falschen Lehren aufgedeckt, steht geschrieben. Wisst ihr nicht, habt ihr nicht gelesen? Lauheit im Lebensstil. Ich denke, und hier wird es manchmal noch ein bisschen prekärer. Ich habe nur ein paar Dinge aufgeführt mal, die uns betreffen könnten. Es gibt sicherlich noch viel mehr. Das ist die Anpassung an die Welt. Und das Problem ist, wir leben noch in der Welt. Und wir sind beeinflusst von der Welt. Die Menschen, mit denen wir umgehen, auf die haben wir Einfluss, aber die beeinflussen uns auch. Ich denke nur an Salomo mit seinen 1000 Frauen. Haben sie Einfluss auf ihn gehabt? Ja, wir sollten uns genau überlegen, wenn wir heiraten. Anpassung an die Welt. Liebe zum Geld. Geiz ist die Wurzel allen Übels, sagt Jakobus. Schmuck. Dass wir uns selbst, Eitelkeit, dass wir uns selbst erhöhen möchten. Rock- und Popmusik. Meine Lieben, ich habe festgestellt, wenn jemand in der Woche über sich ständig von solcher Musik berieseln lässt, dann wird sein Frontallappen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr klar unterscheiden kann zwischen geistlich und nicht geistlich. Die Musik, die wir hören im Alltag, beeinflusst uns. Es ist nicht so, dass Musik neutral ist. Man kann sagen, es ist egal, was du hörst und was du machst. Nein. Ernährung. Wie ernähre ich mich? Auch da haben wir gute Ratschläge von Ellen White. Aber nicht nur die Ernährung, auch die anderen New Start-Punkte, Bewegung und Schlaf und Ruhe und Wasser trinken und all die Dinge. Freizeitbeschäftigung, das heißt, was mache ich in meiner Freizeit? Und ich habe festgestellt, Satan hat es geschafft, uns mit Dingen zu überhäufen, die erlaubt sind, die nicht böse sind, aber die uns ablenken von dem wirklich Wichtigen. Die uns die Zeit stehlen für das, wofür wir unsere Zeit eigentlich einsetzen sollten. Früher haben wir immer gesagt, das ist falsch und das ist richtig. Wir machen nur die richtigen Sachen, die falschen lassen wir weg. Aber es gibt auch viele Sachen, die nicht schlimm sind, keine Sünde sind. Aber wenn ich meine Freizeit damit ausfülle und keine Zeit mehr für Gott und für ihn habe, dann wird es doch zur Sünde. Kino, Fernsehen, Internet. Ich weiß es noch. Es gab mal eine Zeit lang, da wurde jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen, wenn er ins Kino gegangen ist. Habt ihr das schon mal erlebt im Gemeindeausschuss? Nein, das machen wir heute nicht mehr. Aber trotzdem sollten wir uns überlegen, ob es gut für uns ist, welche Filme wir uns anschauen im Fernsehen, im Kino oder im Theater, was wir uns im Internet anschauen. Und ich muss sagen, Internet ist nicht nur die Gefahr, dass man sich Dinge anschaut, die nicht gut sind, sondern auch, dass man so viel Zeit davor verwendet. Also mir geht es manchmal so, ich muss ja auch als Pastor auch manchmal auch im Internet unterwegs sein. Und dann ist die Gefahr groß, dass man irgendwo mal was sieht und sagt, ach, da muss ich nur mal eben gucken, was da dahinter ist. Dann guckst du eben mal drauf und dann findest du da wieder was und eben mal nur gucken und das eben mal nur gucken, 2 Stunden rum. Ja. Meine Lieben, wo verwenden wir unsere Zeit? Wo ist sie hin? Lau. Und wo wir unsere Zeit verbringen, das zeigt uns, was uns im Leben wichtig ist, wonach unser Leben geprägt wird, wonach unser Leben sich ausrichtet. Pornografie, das betrifft mehr die Männer. Auch adventistische Männer. Und es ist eine Sucht. Gott kann frei machen.
auch andere moralische Dinge, Sex vor der Ehe, Zusammenleben ohne Trauschein, Selbstbefriedigung, Homosexualität, das sind alles Dinge. Diese Dinge des Lebensstils, ich habe festgestellt, dass heute in den Predigten selten davon gesprochen wird. Warum eigentlich? Unsere Pioniere haben über Lebensstilfragen sehr viel gepredigt. Sie haben sich sogar engagiert in der Öffentlichkeit. Sie haben gegen Alkohol und gegen andere Vereine unterstützt, die die Lebensstilfragen in den Mittelpunkt gestellt haben. Es ist heute die Meinung aufgekommen, so in dem Zeitalter der Postmodernen, jeder muss auch selbst seinen eigenen Lebensstil haben. Es stimmt ja auch. Aber trotzdem hat Gott uns auch im Lebensstil gewisse Dinge gesagt, die wichtig sind. Und wo wir uns gegenseitig nicht anklagen sollten, was das machst du noch, sondern uns helfen sollen. Auf einem Weg, der uns hilft, geistliche Menschen zu sein, Lauheit abzulegen. Und man könnte hier noch viel ergänzen, gerade so Charaktereigenschaften wie Hass und Ärger und Groll und Neid und dass man sie nicht versöhnen will. Und es gibt viele Dinge, die man hier noch anführen könnte und hinter dem Rücken des anderen reden und so weiter und so weiter. Lauheit im Denken. Hier gehen wir noch eine Stufe tiefer. Wir leben in einem Zeitalter der letzten 30 Jahre, 40 Jahre, wo unsere Welt postmodern denkt. Und wir können uns diesem Denken nicht entziehen. Wir haben einen Teil dessen übernommen. Auch wenn wir versuchen, bewusst anders zu denken und zu agieren. Postmodernes Denken heißt, es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder macht das, was er selbst für richtig hält. Und bei Analysis ist es deswegen auch gleich wichtig und auch gleich richtig. Alles ist relativ. Alles ist subjektiv. Erlebnis steht über der Lehre, gerade im Geistlichen, dass man sagt, das, was wir erleben und das, was du für richtig hältst und was du fühlst, das ist wichtig für dich und deswegen kannst du was anderes denken als der andere. Und der Mensch steht im Mittelpunkt mit seinen Gefühlen, mit seinem Denken, mit seinen Wünschen, mit seinem Wollen und nicht mehr Gott. Und natürlich, wenn ich so denke, dann bin ich auch pro Ökumene, weil ich ja sage, jeder hat irgendwo Recht und jeder hat seine eigene Wahrheit. Auch die Emerging Church, das ist eine Bewegung, die genau das postmoderne Denken versucht, in die Christenheit einzuführen. Dass man sagt, du kannst beten, wie du willst, ob du jetzt ohne Gedanken, mit Gedanken oder nur mit Bildern oder nur irgendwas Schönes fühlst. Ja? Und hier haben wir eine Kombination von der katholischen Mystik des Mittelalters mit modernen Mitteln. Und auch diese Dinge, dieses Denken sind in unserer Adventgemeinde wie eine Welle schwappen sie hier herein und hindurch. Und wir müssen uns fragen, wo bin ich da irgendwo mit drin? Frage, ist die Bibel postmodern? Sagt Gott in den 10 Geboten, ich bin zwar euer Gott, aber wenn ihr andere Götter noch haben wollt, könnt ihr auch euch daneben noch nehmen. Sind alle gleichwertig. Das Volk Israel hat manchmal so gehandelt. Aber Gott ist nicht postmodern. Aber wir erleben momentan, dass das Denken der Menschen wieder umschlägt. Weg vom Postmodernen, weil viele Menschen merken und erkennen, wo finde ich Halt in meinem Leben, wenn ich nur noch der Maßstab bin für mein Denken. Weil sie ihr Leben nicht in den Griff bekommen. Und dann suchen sie wieder nach Antworten und nach Maßstäben und nach Dingen außerhalb von ihnen. Und das ist unsere Chance. Nämlich, wenn wir ihnen dann in die Bibel zeigen, Gottes Maßstab, gibt es viele Menschen, die sagen, das brauchen wir. Und ich stelle fest, dass überall, in fast allen Gemeinden, Menschen durchs Internet, durch Vorträge kommen, die genauso denken, dass sie sagen, wo ist die Wahrheit, wo finde ich die Wahrheit? Die nicht sagen, jeder hat doch überall Wahrheit, sondern nein, die sagen, ich möchte die Wahrheit kennenlernen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Und das sind Menschen, die eine Zielgruppe sind, die wir vermehrt ins Auge fassen sollten. Lauheit im Denken. Aber wir müssen uns fragen, wo bin ich selbst vielleicht in diesem postmodernen Denken ein Stück mit drin? Wie kann ich mich wieder nach der Bibel ausrichten? Die Bibel sagt, es gibt eine absolute Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Lauheit in der Beziehung zu Jesus. Unsere Beziehung zu Jesus ist immer wieder Schwankungen unterworfen. Und manchmal ist das ganz unmerklich, dass man sich von Jesus wieder wegbewegt.
Und wir müssen uns hinterfragen, wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Wir spüren unsere Abhängigkeit von Jesus nicht mehr. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann beten wir viel intensiver, weil wir wissen und merken, wenn ich jetzt nicht bete, dann, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann geht alles schief. Ich brauche ihn jetzt. Aber wenn ich nach Hause fahre, weiß ich genau, mein Kühlschrank ist voll und ich habe Geld auf dem Konto, auch wenn ich nicht bete. Ich spüre nicht mehr, dass ich ihn brauche. Deswegen brauchen wir das Bewusstsein der Abhängigkeit umso stärker, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Ich brauche Jesus. Denn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel? Nichts. Und wir leben so, als ob wir es nicht glauben würden. Wir leben so, als wenn wir sagen würden, mein Alltag kann ich auch ohne Jesus leben, aber in der Gemeinde, da brauche ich ihn. Nein. Jesus in alles mit einzubeziehen, überall, das müssen wir uns bewusst machen. Es ist so, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, geistlich gesehen die schwierigste Zeit überhaupt ist. Unser Wohlstand und unser Reichtum und unsere Freiheit genießen wir, dürfen wir auch genießen, aber wir müssen uns umso mehr in dieser Zeit an Jesus klammern, um diese schwierige Zeit des Wohlstandes zu überbrücken, um da nicht laut zu werden und abzufallen. Deswegen ist es umso wichtiger, festzuhalten an Jesus und seine eigene Beziehung zu Jesus mal zu durchdenken. Keine Zeit für persönliche Andacht, weil Satan weiß, dass das Wichtigste überhaupt in unserem Leben die persönliche Andacht ist. Die persönliche Beziehung zu Jesus ist, versucht er bei jedem von uns diese Zeit wegzunehmen. Habt ihr es auch schon gemerkt? Du hast vielleicht irgendwo eine Zeit eingeräumt, auf einmal kommt was dazwischen, du verschläfst, ein Anruf kommt, irgendetwas anderes, ja, du stehst auf, knickst den Fuß um oder irgendetwas und es ist vorbei mit der Andacht. Satan versucht mit allen Mitteln, unsere Beziehung zu Jesus zu unterbrechen. Bei jedem von uns. Und wenn er das geschafft hat, dann werden wir irgendwann nur noch eine äußere Form der Gottseligkeit haben. Und im Herzen ist es leer. Und weil das so ist, brauchen wir gegenseitige Unterstützung. Ich mache gerne Folgendes, wenn ich Seminare halte. Ich habe gerade ein Offenbarungsseminar in Leonberg beendet letzte Woche. In den ersten Abenden eines Seminars rede ich darüber, dass eben wir diese Beziehung zu Jesus brauchen. Und dann sage ich, wir sollten füreinander beten. Und zwar, dass jeder für jeden in diesem Kreis betet. Dass ihr euch die Namen aufschreibt und dass an jedem Morgen man die Namen vor Gott bringt. Nicht nur sagt, lieber Gott, hilf, dass alle im Seminar heute Morgen ihre Andacht machen, sondern dass man die namentlich nennt. Hilf, dass der Franz und der Otto und die Erna heute Morgen Zeit finden für ihre persönliche Andacht. Und dass Satan sie nicht davon abbringen kann. Und meine Lieben, wenn wir das tun, Gott erhört Gebete. Wir sollten genau an diesem Punkt, sollten wir uns gegenseitig helfen in der Andacht. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich weiß, das sind 20, selbst wenn nur die Hälfte daran denkt, wenn 10 für mich beten, auf einmal geht meine Andacht viel leichter. Auf einmal habe ich die Zeit dafür, obwohl ich es eigentlich nicht hätte. Gott macht das, Gott hilft. Auch keine Lust für persönliche Andacht, kann auch sein. Auf einmal habe ich keine Lust mehr. Oder ich habe Stress, ich bin überarbeitet und sage, ich habe keine Zeit mehr für meine persönliche Andacht. Und dann werden meine Gebete immer oberflächlicher, nur noch Phrasen. Meine Lieben, es ist tödlich für unsere Gottesdienste, wenn wir nur Phrasengebete haben im Gottesdienst. Wo man den Eindruck hat, da redet jemand, aber es sind nur Worte. Meine Lieben, wir brauchen Gebete, die wirklich, wo man merkt, das sind Menschen, die mit Gott verbunden sind. Ich habe manchmal erlebt, da war eine ältere Schwester in der Gemeinde und die wurde mal eingeladen, ein Gebet zu sprechen. Und ich habe gedacht, die sollte jeden Sabbat beten. Weil die so inbrünstig und so ganz anders als alle anderen gebetet hat. Was aus dem Herzen kam. Wo das vielleicht nicht so geschliffen war in der Formulierung, aber wo man merkte, da springt ein Funke über. Das Problem ist, wir spüren Gottes Gegenwart manchmal nicht mehr. In der Pionierzeit haben Ellen White und James White und auch die anderen manchmal gesagt,
Die sind hingekommen und haben Gottes Geist nicht gespürt. Dann haben sie gesungen, dann haben sie gebetet und irgendwann haben sie Gottes Geist wieder gespürt. Ich bin überzeugt, wenn die heute unsere Gottesdienste besuchen würden, dann würden sie sagen, wo ist denn Gottes Geist bei euch? Oftmals spüren wir, manchmal beim Abendmahl, bei Taufen, da spüren wir den Heiligen Geist, oder? Sonst auch in den Gottesdiensten? Wir haben uns daran gewöhnt, laut zu sein. Und wir erleben oftmals keinen Sieg über die Sünde. Und die Folge ist manchmal mehr Schein als Sein. Es gibt einen Grundsatz, der lautet, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es nützt nichts, wenn wir jetzt sagen, jetzt ändere ich alles. Warum? Unsere eigenen Taten, unsere eigenen Versuche werden scheitern. Sondern entscheidend ist, dass wir uns näher mit Gott verbinden. Und wenn er unser Herz ergreift, wenn er unser Herz jeden Tag neu füllt mit seiner Liebe, wenn er unser Herz jeden Tag verändert, unseren alten Menschen jeden Tag sterben lässt und unseren neuen Menschen jeden Tag stark macht, dann wird es Veränderung geben. Und dann werden diese Dinge sich verändern. Ich spreche diese Dinge an, nicht damit wir sagen, ab morgen mache ich das alles anders. Das ist Aktionismus aus eigenen Werken, sondern dass ich sage, ich möchte mit Jesus leben und ich möchte Jesu Kraft in meinem Leben spüren. Und dann geht es. Und dann werden sich Dinge verändern. Jesus sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Das bedeutet, wer lau bleibt, geht verloren. Gibt es Rettung? Zum Glück. Die gute Nachricht ist, Jesu Urteil ist nicht unabwendbar. Er sagt die Wahrheit, um uns aufzurütteln. Er liebt uns und möchte, dass wir umkehren. Er möchte, dass wir eine neue Hinwendung zu ihm haben, an jedem neuen Tag. Eine echte, immer tiefer gehende Hinwendung. Und ich habe früher immer gedacht, naja, entweder kann ein Mensch sein Leben Gott übergeben oder nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ist auch so. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, ich kann in der Hingabe an Gott, kann ich immer mehr Tiefe und immer mehr mich Gott hingeben. Ich kann wachsen in der Hingabe. Und das brauchen wir. Dass ich im Verständnis und in meinem persönlichen Leben immer stärker diese Übergabe des Lebens an Gott an jedem Morgen erlebe und spüre. Zitat von Ellen White: Wenn das bekennende Volk Gottes in seinem Herzen einen Widerstand gegen Gottes Handeln erkennt, sollte es zu der Überzeugung kommen, dass eine Veränderung stattfinden muss, damit es nicht aus dem Mund des Herrn ausgespien wird. Der Engel sagte, Gott wird sein Werk näher und näher zum Abschluss bringen und jeden Einzelnen seines Volkes untersuchen und prüfen. Einige sind bereit, gewisse Wahrheitspunkte anzunehmen. Wenn Gott sie aber zu weiteren Entscheidungen auffordert, schrecken sie davor zurück. Warum? Weil sie spüren, dass dies direkt die von ihnen gehegten Götzen betrifft. Jetzt haben sie die Gelegenheit, klar zu erkennen, was ihre Herzen von Jesus trennt. Andere Dinge sind ihnen wichtiger als die Wahrheit. Darum geht es. Was ist mir wichtig? Wo habe ich noch Götzen? Dass wir irgendwo zu kämpfen haben, das geht jedem. Aber wo habe ich Götzen, die ich nicht aufgeben möchte? Das sind die Dinge, die mich von Jesus trennen und am Ende auch vom ewigen Leben, wenn ich sie nicht lassen will. Ihre Herzen sind nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Wenn sich jemand weigert, der Wahrheit zu folgen, um gereinigt zu werden, wenn er nicht bereit ist, seine Selbstsucht, seinen Stolz und seine bösen Leidenschaften zu überwinden, dann erhalten die Engel Gottes folgenden Auftrag. Sie haben sich fest mit ihren Götzen verbunden, lasst sie allein. Diejenigen aber, die in jeder Prüfung festbleiben und überwinden, was immer es auch kosten mag, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden den Spätregen empfangen und so für die Verwandlung vorbereitet. Was steht hier? Bereit sein, was immer es auch kosten mag. Das heißt Übergabe. Wenn meine Vorstellungen und mein bequemes Leben mit Gottes Willen übereinstimmen, ist es einfach, Gott zu folgen. Aber wenn es auf einmal ein Gegeneinander gibt, wenn auf einmal zwei Rentner zusammenleben wollen, aber nicht heiraten wollen, weil sie dann weniger Rente kriegen, aber Gott sagt, das sollst du nicht, dann fragt man sich, was ist mir wichtiger, Gott oder das Geld? In dem Moment, wo es kollidiert, müssen wir uns entscheiden. Koste es, was es wolle. Noch ein Zitat, Early Writings von Ellen White, Seite 270. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich gesehen hatte.
Da wurde mir gezeigt, dass sie durch das klare Zeugnis des treuen Zeugen an Laodicea hervorgerufen wurde. Dies wird seine Wirkung auf das Herz dessen, der es annimmt, nicht verfehlen und wird ihn dazu führen, den Maßstab hochzusetzen und die klare Wahrheit zu vertreten. Einige werden jedoch dieses klare Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich dagegen erheben und dies wird eine Sichtung unter dem Volk Gottes hervorrufen. Das heißt, die Botschaft Laodicea wird eine Sichtung bringen, wodurch die Treuen reagieren darauf, dass ihr Herz erreicht wird, dass sie die Maßstäbe hochsetzen und dass sie die klare Wahrheit vertreten. Die Unbußfertigen reagieren darauf, dass sie sich dagegen erheben. Die Frage ist, wo stehe ich? Diese Botschaft möchte uns aufrütteln, umzukehren. Aber Gott lässt uns die freie Wahl, die freie Entscheidung. Es gibt Menschen, die diese Botschaft annehmen und es gibt Menschen, die diese Botschaft ablehnen. Es gibt Adventisten, die diese Botschaft annehmen und welche, die sie ablehnen. Und das bringt die Sichtung. Und das entscheidet, wo wir am Ende stehen werden. Bei Gott am Thron oder ob wir nicht gerettet werden. Elia sagte, wie lange hingeht ihr auf beiden Seiten? Das Volk war damals lau. Sie sagten sowohl als auch, wir wollen hier und dort mitmachen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Er sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht dem Mammon der Welt dienen und Gott. Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist ein lauer Christ, der das erlebt, weil er aus eigener Kraft versucht, das Gute zu tun. Jakob und sein Haus, als sie nach Kanaan kamen, was haben sie getan? Sie haben eine Erweckung erlebt, sie haben ihre Götzen und ihren Schmuck vergraben, als Zeichen ihrer Hinwendung zu Gott. Erweckung bringt Reformation, eine Veränderung im Lebensstil. Salomo, ein lauer Christ, er war so gläubig, so demütig und ist gefallen. Meine Lieben, jeder von uns steht in der Gefahr. Jeder. Wenn Salomo gefallen ist, wer sind wir? Deswegen die einzige Chance, bei Gott zu bleiben, an seiner Hand zu bleiben. Er kann für uns garantieren, wir nicht. Die 10 Jungfrauen. Hier haben wir 5 Kluge und 5 Törichte. Alle schlafen, alle sind lau. Dann kommt die Erweckung, sie erwachen. Und die Erweckung bringt die Sichtung. 5 sind vorbereitet und 5 nicht. Wann hat sich entschieden, wer klug ist und wer nicht klug ist? Vorher. Jetzt. Unsere Vorbereitungszeit ist heute. Heute entscheidet sich, wo wir am Ende stehen werden. Es wird bald ein zu spät geben. Wenn die letzte Trübsalzeit kommt, die Verfolgungszeit kommt, dann wird es zu spät sein. Was haben die klugen Jungfrauen und die Törichten gemeinsam? Was unterscheidet sie? Das sind meine letzten Folien jetzt. Dieser Unterschied zwischen diesen beiden. Das Gemeinsame. Alle haben Ja zu Jesus gesagt. Alle warten auf den Bräutigam. Beide haben sich taufen lassen, die törichte und die kluge Jungfrau. Beide besuchen den Gottesdienst. Beide beteiligen sich am Gemeindeleben. Beide warten auf Jesu Wiederkunft, auf den Bräutigam. Ja, man sieht äußerlich manchmal keinen Unterschied. Was ist der Unterschied? Ich habe euch ein paar Dinge aufgezählt. Und da können wir uns selbst fragen. Und jeder von uns wird sich entdecken, dass er mal rechts und mal links steht. Und ich kann mich fragen, lieber Gott, wie kann ich noch mehr so werden, wie du es möchtest, eine kluge Jungfrau zu werden? Eine törichte Jungfrau ist stolz, eine kluge ist demütig. Eine törichte hat eine Hinwendung zur Welt, die kluge Jungfrau eine Hinwendung zu Jesus. Die törichte hat oft Streit, die kluge ist friedensstiftend. Die törichte hat tägliche Kurzandachten, um ihr Gewissen zu beruhigen. Die kluge Jungfrau nimmt sich täglich Zeit, Jesus zu begegnen in der persönlichen Andacht. Die törichte erlebt keine Charakterveränderung. Die kluge wird in ihrem Charakter Jesus immer ähnlicher. Die törichte Jungfrau ist für sie ist Mission ein rotes Tuch. Die kluge Jungfrau hat ein inneres Brennen, Menschen zu retten. Nicht weil sie muss, sondern weil sie will, weil sie es verlangen hat. Die törichte Jungfrau setzt Maßstäbe herunter, um Menschen zu gewinnen. Die kluge Jungfrau hat Wirkung auf das Umfeld durch ein Hochsetzen der Maßstäbe. Die törichte Jungfrau versucht aus eigener Kraft Gott zu gehorchen. Die kluge Jungfrau hält Gottes Gebote durch Gottes Kraft, durch Jesu Kraft. Die törichte Jungfrau hat keine Freude im Alltag, weil sie das als Druck, als Last empfindet. Die kluge Jungfrau hat Freude mit Jesus im Alltag. Die törichte lässt den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Die kluge ist vom Heiligen Geist erfüllt und durch ihn verändert. Das ist das Öl, was sie mehr hat. Die törichte hat keine Zeit zum Studium der Bibel. Die kluge nimmt sich Zeit fürs tägliche Bibelstudium. Die törichte Jungfrau hat keine oder nur selten kleine Erfahrungen.
Die kluge Jungfrau macht täglich kleine und große Erfahrungen. Die Törichte ist bei Schwierigkeiten schnell entmutigt. Die Kluge vertraut in Schwierigkeiten auf Gott. Die Törichte wird stolz, wenn ihr etwas gelungen ist. Die Kluge gibt beim Erfolg Gott die Ehre. Die Törichte lebt nach ihren eigenen Plänen. Die Kluge lebt nach Gottes Plänen. Die törichte Jungfrau dreht sich viel um sich selbst. Die kluge Jungfrau kümmert sich gerne um andere. Die Törichte will immer mehr haben. Die Kluge gibt gerne ab. Die Törichte kann Sünde und Charakterfehler nicht überwinden. Die Kluge erlebt Siege im Kampf gegen die Sünde und Charakterfehler. Die törichte Jungfrau verlässt sich zu sehr auf die Gnade Gottes. Die Kluge erkennt neben der Gnade die Wichtigkeit der Heiligung. Die törichte Jungfrau lebt nicht konsequent beim Essen, beim Zehnten, in der Sabbatheiligung. Die kluge Jungfrau ist auch im Kleinen treu. Die törichte Jungfrau liebt weltliche Musik, weltliche Filme, weltliche Bücher, weltliche Freuden und weltliche Freunde. Die kluge Jungfrau liebt geistliche Musik, geistliche Bücher, geistliche Filme, geistliche Freuden und geistliche Freunde. Die törichte Jungfrau hat nur flüchtige Gebete, die kluge Jungfrau hat intensives Gebetsleben. Die törichte Jungfrau hat eine Bekehrung, aber es war nur ein Lippenbekenntnis. Die kluge Jungfrau hat eine echte Lebensübergabe an Gott. Die törichte Jungfrau redet gern hinter dem Rücken über andere. Die kluge Jungfrau redet gern Positives von anderen. Die törichte ist schnell beleidigt. Die kluge ist geduldig. Die törichte will immer Recht haben. Die kluge kann auch mal nachgeben. Die törichte kann sich nicht entschuldigen. Die kluge Jungfrau sagt auch mal gerne, es tut mir leid. Die törichte vergleicht sich gerne mit anderen. Die kluge schaut ständig auf Jesus. Die törichte Jungfrau ist es egal, wann Jesus wiederkommt. Die kluge hat eine Sehnsucht zur Wiederkunft Jesu. Die törichte hat keine Heilsgewissheit oder eine falsche Heilsgewissheit. Die kluge hat eine echte Heilsgewissheit. Die törichte Jungfrau hält biblische Lehren für unwichtig. Die kluge Jungfrau erkennt Jesus in seinen Lehren. Die törichte Jungfrau hat kein Interesse an der biblischen Prophetie. Die kluge Jungfrau studiert gern die biblische Prophetie. Die törichte Jungfrau hält wenig vom Geist der Weissagung. Die Kluge schätzt die Aussagen des Geistes der Weissagung. Die Törichte verwirft die Laodicea-Botschaft, die Kluge nimmt sie an. Die Törichte sagt sowohl als auch und der goldene Mittelweg. Die kluge Jungfrau sagt entweder oder, ungeteilte Hingabe, konsequentes Leben. Die Törichte fragt, wie weit kann ich gerade noch gehen, um nicht verloren zu gehen? Die Kluge sagt, wie kann ich optimal so leben, wie Jesus es möchte? Die Törichte verliert viel Zeit mit erlaubten Dingen. Die kluge Jungfrau hat viel Zeit für geistliche Dinge. Die törichte Jungfrau versucht, ihre Sünden vor anderen zu verbergen. Die kluge Jungfrau sündigt auch dann nicht, wenn sie alleine ist. Die törichte liebt die Sünde, die kluge hasst die Sünde. Die törichte hasst die Sünder, die kluge liebt die Sünder. Die törichte Jungfrau benutzt Notlügen, die kluge bleibt bei der Wahrheit. Man könnte das noch endlos weitermachen. Aber ich habe noch eine Folie für Prediger. Es sind noch ein paar Prediger unter uns. Es gibt auch törichte und kluge Jungfrauenprediger. Die törichte Jungfrau predigt Friede und Sicherheit. Ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Wir kommen alle in den Himmel, es wird alles gut gehen. Die kluge Jungfrau hält auch aufrüttelnde Predigten, Entscheidungsbotschaften. Die törichte Jungfrau predigt, was die Menschen hören wollen, nach denen ihnen in die Ohren jucken. Die kluge Jungfrau predigt das, was Gottes Wille ist, was Gott aufgetragen hat zu sagen. Die törichte Jungfrau predigt nicht über unsere Sonderlehren, Sabbat, Heiligtum, Gesetz, Zustand der Toten, Prophetie. Die kluge Jungfrau Prediger hält auch Predigten über unsere Sonderlehren. Meine Lieben, wo stehst du? Wo stehe ich? Laodicea bleibt nicht lau. Das ist die gute Nachricht. Sie wird am Ende eine Erweckung erleben, eine Sichtung. Die Lauen wird Jesus ausspeien aus seinem Munde. Die Heißen werden den Spätregen empfangen und werden am Ende gerettet werden und mit Jesus in den Himmel gehen. Sie werden den lauten Ruf verkündigen. Den lauten Ruf, die Menschen zu rufen, Jesus nachzufolgen, die letzte Entscheidung. Und dann wird Jesus wiederkommen. Diese beiden Folien überspringen wir. Ellen White sagt im Leben Jesu, es würde gut für uns sein, und das ist das, was die Lösung ist, was ich uns allen sehr empfehle. Es würde gut für uns sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten
besonders aber die letzten Tage, an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Das ist Erweckung. Und wo beginnt die Erweckung? Bei mir zu Hause, in meinem Gebetskämmerlein, meine persönlichen Andacht. Jeden Tag eine Stunde über Jesu Leben nachzudenken. Und ich empfehle euch das Buch, Das Leben Jesu, um das persönlich mit der Bibel zusammen umzusetzen. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Öffne ihm die Tür. Wende dich von der Welt ab. Ein Ja zu Jesus heißt auch ein Nein zur Welt. Lass Jesus in dein Leben hinein. Es geht um Leben oder Tod. Lass uns niederknien zum Gebet. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir kommen zu dir. Wir kommen zu dir, um Vergebung zu bitten. Herr, vergib, wenn wir oftmals so lau sind, wenn wir manchmal dich vergessen, wenn wir oftmals aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu tun. Vergib uns, wenn wir manchmal so weltlich denken, wenn wir manchmal so viele Interessen in der Welt haben, die uns von dir wegziehen. Vergib uns, wo wir Lieblingssünden haben, die wir hegen, wo wir Götzen in unserem Leben haben. Herr Jesus, offenbare du uns das. Zeig du uns, wo Dinge sind, die du ändern möchtest. Herr Jesus, wir möchten unser Leben dir ganz hingeben. Und ich bitte, dass du uns führst, dass unser ganzes Leben von dir durchdrungen ist. Dass alle Entscheidungen, die wir treffen, alle Dinge, die wir tun und sagen, nach deinem Willen sind. Herr, verändere du uns. Lass uns deine Liebe, deine Kraft in unserem Leben spüren. Wir bitten dich, dass du den Heiligen Geist ausgießt in unserem persönlichen Leben, in unseren Gemeinden, dass du den Spätregen ausgießen möchtest und dass du alle Hindernisse, die dafür im Wege stehen, zur Seite räumst. Oh Herr Jesus, lass uns dabei sein, bei denen, die treu sind, bei denen, die den Spätregen empfangen. Hilf, dass keiner von uns den falschen Weg gehen möchte. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.